Herzlich willkommen Leute bei einer neuen Folge auf meinem Kanal, heute in der Schweiz. Genauer gesagt besuchen wir die Areschlucht. Ich hatte schon auf Instagram und TikTok ein kurzes Video zur Areschlucht gepostet, aber hier auf YouTube verrate ich euch etwas mehr Details. Kurze, wichtige Fakten für euren Ausflug hierher. Parkplätze gibt es mehr als genügend. Auf dem Feld 200 bis 300 Meter weiter weg vom Eingang hat man genug Platz. Es gibt aber auch Parkplätze näher am Eingang. In der Nähe gibt es auch ein kleines Restaurant. Mit der Bahn könnt ihr die Areschlucht auch super erreichen. Es gibt hier zwei Eingänge. Ausgebaute Laufwege sind auch geeignet für Familien mit Kinderwagen. Unbedingt vorher informieren, ob es Feiertage oder Ferien in der Schweiz gibt, weil dann ist es extrem voll hier, so wie es bei uns hier der Fall war. Als wir dort waren, hatten die Schweizer 2 Wochen Ferien und das wussten wir nicht. Und trotzdem haben wir gar keine Probleme gehabt mit dem Parkplatz. In der Nähe der wunderschöne Brienzer See. Also ihr müsst unbedingt auch zum Brienzer See, und zu dem See muss unbedingt noch ein eigenes Video kommen. Das werde ich auch hier auf dem Kanal posten. Die Areschlucht ist ein 1400 Meter langes und 200 Meter tiefes Naturwunder. Sie liegt im Hastital im östlichen Berner Oberland am Fuße des Grimsel- und Zustenpasses. Über Stege und durch Tunnels kann die imposante Schlucht in rund 45 Minuten mühe- und gefahrlos durchwandert werden. Die Areschlucht eignet sich mit ihrer konstant kühlen Temperatur als Ausflugsziel an schönen und heißen Tagen als natürliche Erfrischung. Bei Regen ist die Schlucht mit ihrer Mystik und den teils größeren Wassermassen imposant. Die Areschlucht ist von Anfang April bis zum 1. November geöffnet. Merkt euch das. Das war's von der Areschlucht. Wenn ihr Fragen habt, nur zu, schreibt es mir in die Kommentare und bleibt dran. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video bei mir. Bis zum nächsten Mal, euer Attila Barbarossa.